Im Mai jährt sich die Mitgliedschaft im EWR für Liechtenstein zum 20. Mal. Zu dem Anlass hat die Regierung eine Meinungsumfrage bei der Bevölkerung durchgeführt. Am Donnerstag sind die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz präsentiert worden. Insgesamt wird die EWR-Mitgliedschaft äußerst positiv gesehen. Für mich war es sehr überraschend, wie positiv der EWR von unserer Bevölkerung beurteilt wird. Es sind auch etwa 85%, die ein sehr positives Bild haben. Drei Viertel schauen den EWR als Erfolgsmodell an. Und das hat mich auch überrascht, dass es so eine hohe Zustimmung gibt. Der Begriff Big Data wird in der Geschäftswelt immer wichtiger. Aus dem Grund hat das Forum für Informations- und Kommunikationstechnologie Liechtenstein eine Infoveranstaltung durchgeführt. Wie soll man mit dieser grossen Menge von Daten umgehen? Die Herausforderung und ein großer Unterschied zur Vergangenheit ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit, mit der sich die Bedingungen verändern. In der Vergangenheit konnte ich mich einen langen Zeitraum auf Daten verlassen und gewisse Vorhersehbarkeit einplanen. Das geht heute so nicht mehr. Die Zeiträume sind extrem klein geworden, dass sich die Umstände verändern und man sich stets neu auf Situationen einstellen muss und die Dinge sich in einer Geschwindigkeit verändern, die einen ja fast schwindelig macht. Am Mittwochabend ist für Studenten von der Musikakademie die Virtuoserei im Landesmuseum zu Vaduz vorgesetzt worden. Die jungen Musiker haben klassische Cello-Literatur präsentiert. Jeden Tag Unterricht zu bekommen ist eine ganz außergewöhnliche Situation, aber sehr, sehr motivierend und macht Spaß. Die Woche bringt immer wahnsinnig viel. So viel Unterricht hat man eigentlich sonst nie in so kleinem Raum. Und wie viel Entwicklung dann davon kommt, das sieht man erst später, aber auf jeden Fall viel.